Hallo Freunde, willkommen zurück. Dawn of Defiance hat jetzt nicht so viel Zeit gerade, die letzten Tage ein paar Folgen zu machen, aber wir haben ja trotzdem weitergemacht. Genau. Inzwischen haben wir bis auf den Helm auch neue Rüstungsteile an. Die könnten wir uns schmelzen, also selber herstellen. Müssen wir ein bisschen Kupfer schmelzen. An den Helm fehlen uns noch irgendwelche Federn. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir die hergekriegt haben oder herkriegen. Deswegen haben wir die noch nicht gemacht. Schwert, Bogen, Schild und Speer haben wir noch gemacht. Ja. Und ansonsten bin ich jetzt hier in diesem Gebiet, was hier neben der, unserer Wüste ist. Und ich wollte jetzt hier mal reingucken, weil wir müssen ja irgendwo scheinbar noch Eisen und Silber finden oder so. Vielleicht finden wir das hier. Also viel Spaß. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen besser kämpfen können, ne? Es ist nachts leider. Aber es müsste bald hell werden. Dämliche Geist wieder. Und die kleinen Scheißer. Ich muss erstes weghauen. Kommt irgendwas im Dunkeln? Ich hoffe, es waren nur die zwei. Ich habe jetzt noch die billigen Pfeile dabei. Boah, da macht schon mal anders Damage der Bogen. Selbst mit dem dämlichen Holzpfeil. Geil. Das ist die Welt schon ein bisschen anders. Sind wir hier in diesem Gebiet, hier wird es wahrscheinlich dann irgendwas geben. Bräuchte noch die Stahlpike, aber dafür müssen wir erstmal Barren finden oder Erz finden. Umgebungsgeräusche natürlich wieder sehr, sehr laut. Tut mir leid gerade. Hoffen, wie das hier aussieht. Schick. Und die Beleuchtung. Es müsste auf jeden Fall bald wieder Tag werden. Ich bin hier mal ein bisschen vorsichtig. Da unten scheint Kristalle zu sein. Da ist jetzt nochmal so ein Viech. Da läuft schon wieder der Typ mit dem Hammer und es ist nochmal einer. Vielleicht können wir ja einlocken. Dreie sind das. Rabatz hier. Keine Ausdauer mehr. Wir können uns auch gerade nicht so bewegen. Ich glaube, wir sind, haben einen Buff drauf. Scheiße. Na super. Wird wenigstens Tag, wir machen mal die dunkle Nacht weg. Ich konnte jetzt nicht rollen mehr, Leute. Bitte nicht bis zum Abend, sondern bis zum Morgen, ne? Genau. Ich konnte jetzt nicht mehr rollen, wir waren irgendwie so gebufft. Aber jetzt ist es erstmal hell, ist nicht weit hier. Ja. Irgendwo Richtung Süd, Südosten, da so. Dann machen wir da mal schon mal oben, glaube ich, ganz am Anfang. Jetzt hoffe ich, dass mal unser Scheiß erstmal rankommt. Müssten wir eigentlich mal hier noch so ein paar, hätten wir ein paar Betten machen können. Machen wir jetzt auch nochmal. Wo war denn das mit, jetzt haben wir natürlich keinen Hammer. Falls wir nochmal sterben, jetzt lang dann da oben hoch.
Dann machen wir uns doch mal schnell im Bett. Wird gerade auch ein bisschen Hintergrundmusik laufen lassen, aber die Seite, wo ich das mache, die ist gerade irgendwie down. Maintenance. Die warten da irgendwas. So, müssen wir mal gucken, wo der Weg hochging. Der hier, da sind wir rein. Da hoch, genau. Das ist ja bestimmt ein Gebirge, wo man hoffentlich mal neues Metall finden. Ich wollte eben noch einen Trank nehmen, aber es ist noch zu früh am Morgen, Leute. Ich war noch nicht so richtig. Wurde wirklich wach. Ja, jetzt haben sie wenigstens erstmal wieder hell. Das leveln wir nebenbei noch ein bisschen. So, dass sie jetzt noch nicht respawned sind. Das wäre jetzt kacke. Also die ersten haben wir besiegt. Die sollten eigentlich nicht respawned sein. Ansonsten hatten wir eigentlich einen guten distanzierten Platz, wo wir gestorben sind sozusagen. Es darf nur hier oben, die jetzt nicht wieder schon respawned sein. Die erste Welle sozusagen. Schauen wir mal. Das sieht gut aus. Der Geist ist noch weg. Dann haben wir hier irgendwo unseren 70 Meter ist unsere Leiche. Unser Sterbeort. Die haben uns irgendwas gebufft. Und damit konnten wir uns nicht mehr richtig bewegen. So, das haben wir erstmal. Wenn wir uns jetzt hier einen Hammer, ein Bettchen hinlegen. Genau. So. Doch, der letzte, der auch da ist. Oh ne, sind doch noch. Sind alle drei wieder da, das war jetzt ein Fehler. Wir haben schon wieder mit dem Buff. Lass mal flüchten, ich kann nicht weiter. Oh, wir sind zu langsam, wir können nichts machen. Das Kram, was die da schleudern, das macht uns langsam. Die Scheiße ist, jetzt sind diese Idioten hier unten. Okay, waren alle drei. Ich war irgendwie der Meinung, dass, weil wir zwei hatten, dass nur noch der eine da ist. Aber ich mich geirrt. Vorsichtig sein hier. Okay, werden wir es mal mit dem Bogen wieder anhitten. Vielleicht sollte man den Speer nehmen, weil den anderen haben wir schon gut gelevelt. Jetzt kommt er mit seinem Bros zurück. Boah. Schild. Aber wir haben schon wieder einen Buff drauf. Wieder weg, wenn wir ein Getränk nehmen. Nicht wirklich. Macht auch Spaß so, dass du nicht einfach so durchmarschieren kannst. Ich finde das gut. So, die Kleidung ist stabil. Jetzt ist das Zeug weg. Da unten, ihr habt es über der grünen Leiste gesehen gerade. Da war das Eigen der Vergiftung oder was auch immer das ist. So, da ist der Hammer-Typ. Der hat die stärkste Rüstung. Das Beste wäre, wenn wir den anderen Typen nochmal finden.
den anderen anhitten. Sehr schön. Der hat voll die Rüstung hier, Herr Kollege. Den können wir auch schon mal ein bisschen schwächen. Oh, die Spielmechanik sagt, er bleibt stehen. Das ist zum Vorteil für uns. Hat er sich gebufft irgendwie? Nur einen Treffer setzen. Sonst ist er schon wieder beim Ausholen. Was doch. So, haben wir das erstmal gemacht. Das war unser Bett, das wir jetzt sehen. Okay, wir müssen noch ein paar Ausdauertränke machen hier. Ja. Läuft noch 3 Minuten. Dann können wir jetzt hier mal weiter gucken. Machen wir uns noch ein paar Pfeile. Auch wenn es so die blöden Holzpfeile sind, aber es ist jetzt immer gut, die erstmal zu schwächen auf Distanz. Wie wir gesehen haben. Sind das eigentlich diese Federn? Ne, das sind andere. Wir brauchen so lilane Federn für den Helm. Lilane Federn. Habe ich so jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Ist auf jeden Fall das Gebirge hier gefährlich. Kann man sagen, was fehlt uns hier noch? Stein. Mal weiter, weil wir sind jetzt. Gucken wir hier um diesen. Das ist diese Statue hier, wenn wir irgendwie da hochkommen. Gibt es bestimmt nochmal so eine Horde, ey. Oh, hier ist Ambrosia. Diese kleinen leuchtenden Pflanzen müsste, glaube ich, Einsammel-Ambrosia sein. Dann haben wir hier nochmal irgendwas. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Ist das das Zeug? Ja. Nee, Attach. Müsste aber das sein eigentlich. Aber haben sie nur als Deko hingestellt. Ach, schade. Vor der Höhle auf der Startinsel konntest du es einsammeln, das Kleine. Und hier haben wir ein neues Metall hoffentlich. Können wir aber noch nicht ernten mitten. Bronze-Pickaxe. Okay, hier haben wir Eisen. Jetzt müsstest du hier mal einen Marker setzen können. Da geht das nicht. Bronze-Pickaxe. Haben wir noch nicht als Rezept, glaube ich. Vielleicht finden wir hier oben nochmal ein Portal. Hier kriegen wir schon auf jeden Fall schon mal Eisenerz her. Jetzt gucken wir uns das da oben nochmal an. Ruhe. Das hat hier alles primitiv und einfach gehalten hier, ne? Das war nicht gut. Was ist hier noch? Yeah.
Oh. Die Pfeile drauf. Ich müsste hier mit den Tränken arbeiten, mit den Buffs. Hier ist nochmal Eisen, wie es aussieht. Von der anderen Seite hier hochkommend. Aber sonst haben wir hier nichts. Eine Kiste. Hier ist wieder die unsichtbare Wand, da geht es nicht weiter. Eine Bronze-Axt brauchen wir für Eisen. Und dann die Eisenaxt für Stahl, logischerweise. Beziehungsweise, weiß ich, wie sie hier im Spiel Stahl dann herstellen wollen. Das sieht aber, das ist alles Bronze, ne? Eisen. Bronze-Pickaxt. Ah, hier ist nochmal so eine Statue. Jawohl, jetzt haben wir schon. Da muss ich mal Screenshot machen hier. Für die Map. Jetzt haben wir hier irgendwas gekriegt. Buff. Gain. Was kriegen wir? Gain Human's Blessing. Und einen Segen. Ich weiß auch nicht, was der jetzt hier macht. Okay, dann wäre es ja cool, wenn wir hier auch ein Portal hätten. Obwohl, da müsstest du erstmal wieder übelst viel Material sammeln. Aber am Ende natürlich geil. Da ist ein Ambrosia-Schrein. Ist hier irgendwelche Menschen? Doch, da ist ein Gnom. Da ist wieder das Dreiergespann. Scheiße, wir brauchen Ausdauer. Einfach mal einen nehmen hier. Leveln war auf jeden Fall ein bisschen Schwert und Co. Speer ist ja schon stark. Einer ist schon mal down. Schild, das abwehren kann. Machst du nicht viel Damage. Keine Pfeile mehr, ist das euer Ernst? Doch, haben wir doch. Hoch auf die Steinpfeile. Holzpfeile. So. Lachs, können wir den schon anmachen hier? Ja, der braucht nicht viel. Was auch immer das dann irgendwann bedeutet. Ich glaube, dann eröffnen sich diese komischen Tore da überall, ne? So, hier ist jetzt nichts weiter. Da lag noch ein kleiner Sack von dem ersten, den wir erschossen haben. Können wir hier auch weiter reisen? Also Fakt ist, ist das Ding nicht mehr aktiv? 10 Minuten doch. Das ist, wie man nicht hier drauf stickt, ne? Ja, da haben wir uns auf jeden Fall schon mal... Oh nee, nicht schon wieder. Da haben wir uns schon mal wieder ausgekundschaftet, wo wir ja Eisen bekommen. Jetzt muss ich nur mal rauskriegen, wie ich diese dämliche Bronze-Axt kriege.
Geil, die ist down. Mann, es wird eine richtig geile Pfeile drauf, Alter. Noch mal richtig. Da ist auch noch mal eine Kiste. Und ich weiß gar nicht, wofür wir das ganze Scheiß Gold brauchen, weil wir lernen auch das eh alles selbst. Außer sind ein paar Rezepte vielleicht dabei, die du sonst nicht kriegst. Das weiß ich jetzt nicht. Aber bisher war, glaube ich, alles, was du auch lernen kannst. Vergiftet. Wir müssen uns mal ein paar Pfeile kümmern, ey. Wie ihr seht, davon kannst du nicht genug haben. Ja, gleich mal ordentlich was drauf. Federn. Wir brauchen die anderen Federn. Ich weiß nicht, wo wir die herkriegen. Irgendwo kriegen wir die auch noch her. Für den Helm. Aufpassen hier, ey. Da ist nochmal ein Eingang von so einem Tempel. Da kommen wir aber bestimmt noch nicht rein. Erst wenn du überall die Dinger, glaube ich, anhast, gehen die auf, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Gucken mal von Weitem, wie viel Personal da steht. Dann haben wir doch hier gut erstmal aufgedeckt. Einmal dieses fliegende Mistvieh. Alleine wieder oder wo sind die zwei kleinen Scheißer? Will ich doch wieder Eisen oder irgendwas? Oder bist du alleine da? Vielleicht nochmal hier einen Spawnpoint machen. Bist du alleine? Im Moment sehe ich dich nur allein. Das ist doch hier was anderes. Auch nochmal Iron. Immer hat so komisch beleuchtet. Da, guck mal, jetzt hat er die erst gerendert. Drei Soldaten noch. Da kommen wir jetzt eh noch nicht rein. Das wird hart. Das wird hart. Da brauchen wir dann auf jeden Fall noch den anderen Helm, ey. Den mal kriegen wir erstmal ordentlich Eisen her. Hier so rum, dann, dass wir hier wieder wegkommen und dann muss mal gucken, wo wir die scheiß Bronzefliege herkriegen. Vielleicht können wir die auch schon bauen. Ich habe lange nicht geguckt, muss ich gestehen. Ist mal scheiße, dass ja manches erst so spät rendert hier, ey. Da ist aber eine Truhe. Das ist eine Night Seal, okay, die geht nur nachts auf. Davon ab, es wird auch nicht mehr lange dauern, bis es nachts. Ah, oh, gleiten nochmal ein Level ab, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Da ist nochmal eine Ambrosia-Schale. Ich glaube, jeder Bereich hat hier so Ambrosia-Schalen. Ihr seht das ja hier auch. Ich glaube, wenn du die alle anhast, in diesem jeweiligen Biom oder Bereich, dann gehen da diese bewachten Tempeleingänge auf, oder was das da ist. Beziehungsweise dann kommst du dann da rein. Und ich wette mit dir, da ist aber nochmal irgendwo wieder hier so ein Dreier gespannt. Da liegt auch Bronze daneben. Da oben ist nochmal eine normale Truhe. Wölfe. Den Ausdauertanken vorher. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Danke für das ein oder andere Kommentar immer. Ist ja noch ziemlich selten hier auf diesem Mini-Mini-Channel. Aber ich freue mich trotzdem immer drüber, auch wenn dann jemand anders das spielt. Und erst recht, wenn ich vielleicht jemanden dazu bringe, das auch mal auszuprobieren, was wir hier mal so tun. Ne? Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge.
in der wir hoffentlich die Bronzepike dann haben. Nehmen wir uns noch Wölfe mit. Nehmen wir ein bisschen das Bogenschießen weiter leveln. Das kann uns ja nicht schaden. So, das sieht schon wieder aus wie Gold hier, aber es ist alles Iron. Ne, das ist Gold. Also hier kriegen wir Gold und Bronze. Ja, nice. Okay. Können wir anmachen. Hier kriegen wir Gold und Bronze auf dem Berg. Und immer harte Kämpfe leider. Die werden halt wieder respawnen. Schöner wäre es, hätten wir jetzt noch eine Pike dabei gehabt, eine passende. Das wäre natürlich richtig genial gewesen. Hier war die eine Kiste noch. Da ist wahrscheinlich nur Coins drinne. Echt immer aufpassen, weil wenn du keine Ausdauer hast und dann musst du auf einmal kämpfen und kannst dich dann nicht abholen und so. Ah. Ja, Gold. Ah, guck mal, da ist nochmal hier so ein Kandidat. Wir müssen die eigentlich ja bekämpfen, weil dann leveln wir auch. Wir müssen eh nochmal hin, dann sind die alle wieder da. Was werde ich dann machen? Ich hoffe, dass wir bis dahin die Bronze-Pike haben, meine Freunde. Und bis dahin.